Ja, 10 Uhr, Sonntagmorgen. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Da kommt noch jemand. Thema ist heute Morgen LibreOffice Online und die Integration in eGroupware. Das ist so ein bisschen zweigeteilt. Ich zeige erstmal was über LibreOffice Online und später live LibreOffice Online und die Integration in eGroupware, was man damit machen kann. Weil die Kombination von beiden Dingen die Funktionalität doch deutlich erweitert. Ja? Wir sprechen also hier von LibreOffice Online. Das ist ein LibreOffice in der Online-Version. Das heißt, läuft in einem Webbrowser. Wir werden nachher noch stolpern über die Firma Collabora. Und noch das Logo von eGroupware. Über diese Produkte und Firmen sprechen wir gleich. Kurz zu mir. Mein Name ist Stefan Unverricht. Ich mache seit 20 Jahren IT bei einem Automobilzulieferer. Bin da eigentlich so Mädchen für alles. Also die ganze Bandbreite der IT und alles, was einen Stecker und ein Display hat, außer das ERP-Bereich, habe da also eine breite Abdeckung. Ich selber nutze eGroupware seit circa 2008, also ungefähr 11 Jahre im privaten Bereich. Ich habe noch ein kleines Gewerbe, sammle da drin meine Adressen, File-Server für die Familie. Und beim Arbeitgeber habe ich das 2010 eingeführt, weil wir haben seinerzeit lief eine Lizenz aus für eine Groupware-Lösung und da brauchten wir kurzfristig eine Lösung. Und da ich dann schon eGroupware-Anwender war, war das dort schnell eingerichtet und auch ausgerollt. Ich sage mal, bei den Kolleginnen und Kollegen war das eigentlich recht schnell akzeptiert und ich sage mal, der Übergang, der war recht einfach. Also auch beim Arbeitgeber recht lange schon im Einsatz. Das sind immerhin 170 Benutzer bei zwei Standorten, einen im Ausland, ein Industrieunternehmen. Also auch dort funktioniert das, von privat in der Familie bis zu so einem Industrieunternehmen. Seit 2017 mache ich noch da nebenher den Community Manager für eGroupware. Das heißt also, ich halte Vorträge, so wie hier. Wir haben Stände, wir haben Projekträume, ich betreue das Forum, kümmere mich auch noch so ein bisschen um die Community-Übersetzer, übersetze selber viele Sachen dann ins Deutsche. Leiste Support im Forum. Ja. LibreOffice selber nutze ich eigentlich privat und auch im Unternehmen intensiv ein. Selber seit StarOffice-Zeiten, also ein bisschen länger. Und im Großen und Ganzen verstehe ich mich auch als Open-Source-Förderer. Das heißt also, sowohl privat im Unternehmen, die Mitarbeiter oder hier sehe ich zu, dass ich das Ganze weiter publiziere. Wir wollen uns bei LibreOffice Online anschauen, was das überhaupt ist. Es gibt da so gewisse Begrifflichkeiten, LibreOffice Online, Collabora Online Code. Das werden wir gleich mal ein bisschen auseinandernehmen, damit ihr auch wisst, wovon wir überhaupt sprechen, beziehungsweise dass das im Prinzip erstmal alles eins ist. Dann schauen wir uns die Technik an, die dahinter LibreOffice Online steckt, wie das Ganze technisch funktioniert. Relativ grob, aber das gibt ein gutes Verständnis dafür. Dann die Voraussetzungen, weil die Software ist eine webgestützte Software, die muss auf irgendeinem Host laufen und dann schauen wir uns mal an, was muss sein, damit das dort läuft. Falls ihr Interesse habt, das selber zu installieren, habt ihr da schon mal ein bisschen Hintergrund. Wir schauen uns mal an, Online-Version, Desktop-Version, da gibt es eben Vorteile, Nachteile, ein paar persönliche Highlights von mir möchte ich da nennen. Dann die Kombination der Online-Version und der Desktop-Version. Schauen wir uns mal an, wie man das kombinieren kann, beziehungsweise wie das zusammenspielt. Der Funktionsumfang von LibreOffice Online schauen wir uns mal an. Es ist ein webgestütztes System, hat somit logischerweise auch ein gewisses Subset an Funktionen gegenüber der Desktop-Variante. Schauen wir uns mal ein bisschen an, was ist in der Online-Version enthalten. Die Integration in eGroupware dann schauen wir uns mal an. Ich führe das live vor und komme auf so ein paar Punkte, wo wir dann eine Funktionserweiterung haben, wenn man beide Dinge kombiniert.
Schauen wir uns als erstes mal LibreOffice Online an. LibreOffice Online wird zwar von der TDF, The Document Foundation, gehostet. Die stellen Server bereit, wo auch die Entwickler ihre Software abstellen. Die TDF bietet aber keine Installationspakete an, im Gegensatz zu der Desktop-Variante. Da kann ich natürlich bei LibreOffice.de oder .org meine Installationspakete runterladen für alle möglichen Betriebssysteme. Das ist so erstmal für die Online-Version nicht möglich. Es gibt auf der englischen Seite LibreOffice.org und nur auf der englischen, die DE-Seite hat diese Unterseite nicht, eine Unterseite LibreOffice Online, die ist oben verlinkt. Und da sieht man auch nochmal, wo man die Dinge herkriegt. Es werden Copano-Packages gemacht, die Code-Version davon, die Entwicklerversion, schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Und auch Docker-Images gibt's. Und was auf dieser Seite dann leider fehlt im Moment noch, ist, dass zum Beispiel von eGroupware es auch eben entsprechende Installationspakete gibt. Kommen wir später nochmal dazu. Collabora Online wird maßgeblich von der Firma Collabora entwickelt. Die haben also entsprechend Entwickler, die das Ganze umsetzen. Die sitzen in Cambridge, Großbritannien. Die bieten auch von LibreOffice eine kommerzielle Variante an, mit Longtime-Support, mit Support, ja, ich weiß nicht, kennt vielleicht der ein oder andere. Also die leisten praktisch die komplette Entwicklungsarbeit und der Code selber wird dann wieder in die TDF nach LibreOffice Online zurückportiert und dort gespeichert. Die bieten selber Installationspakete, Docker-Container. Also ich sag mal, wer bereit ist, dafür Geld zu bezahlen, bekommt bei denen sowieso alles, vom Support bis zu den Installationspaketen. Wie gesagt, wir haben auch für eGroupware Installationspakete. Das ist auch, ich sag mal, mit einem Apt-Install auf dem Debian ist das fast schon erledigt. Ja. Wer da konkret auch, was die Installation in Kombination mit eGroupware angeht, wir haben hier die zwei Tage, also heute auch noch komplett einen Projektraum oben auf der ersten Etage. Also wer da Interesse hat, noch genaueres zu erfahren, kommt rein. Wir haben zwar ein Programm ausgeschrieben, aber der gestrige Tag hat gezeigt, dass wir da doch relativ flexibel sind. Ja? Also da kann man jederzeit reinschneiden und mit uns Gespräche anfangen oder sich was zeigen lassen. Oder ich habe auch Technik da, wir können es auch mal gemeinsam installieren. Das machen wir eben mal so. Ja? Code, Collabora Online Developer Edition. Da werden wahrscheinlich die meisten von euch dann letztendlich bei landen, um die zum Beispiel für sich privat oder auch testweise im Unternehmen mal einzuführen. Das ist das gleiche wie Collabora Online, wird auf dem gleichen Wege bereitgestellt, aber ist im Prinzip die Entwicklerversion. Bisher laufen die Entwicklungen allerdings immer parallel, sehen wir auch später nochmal, wird frei zur Verfügung gestellt. Das heißt, Collabora stellt das frei zur Verfügung, ohne Supportvertrag, ohne alles. Installationsoptionen sind auch dort Docker, Installationspakete für diverse Distributionen. Wie gut die sind, kann ich leider nicht beurteilen. Und für Univention UCS, wer den kennt, Code gibt es dort im App Store. Ja, wer also ein UCS oder wer es ganz ausprobieren will, kann sich auch eben ein UCS installieren und aus dem App Store eben Code installieren und dann hat man eine lauffähige Instanz. Eine Abkürzung, eine gängige ist LOL, also für LibreOffice Online. Im weiteren Verlauf kürze ich das dann auch schon mal ein bisschen ab, weil das ist so ein bisschen arg lang. Also, wir reden hier von einer webgestützten Anwendung, das heißt, die muss da irgendwo auf einem Server laufen. Das ist halt nichts, was man normal auf seinem eigenen PC installieren kann, es sei denn, man hat einen Webserver und sonst was da drauf laufen. Wir reden also jetzt grundsätzlich hier über eine Serverinstallation. Auf dem Server kann ich zum einen Docker installieren und die Docker-Container, die bereitgestellt werden von Collabora oder auch von Dritten, installieren. Oder ich kann die Installationspakete nehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, Debian 10, ob die auch da sind. Ich hätte es mal prüfen sollen jetzt die Tage. Also für 8 und 9 gab es Installationspakete, die Ubuntu, CentOS, OpenSUSE. 10 gibt's ab 19.1. Also wenn stört sich nicht ja. an, ob sie für
Der Container verwendet auch die Installationspakete. Ja. Aber bisher waren die Container immer noch Ubuntu 16.04 innen drin und haben da die 16.04er Pakete rein installiert. Okay, und oder eben ein Univention UCS-Server. Wie gesagt, zum Ausprobieren oder wer es eh betreibt, ist das relativ schnell passiert. Wir bieten für eGroupware-Anwender fertig installierte Pakete. Da ist schon einiges geskriptet. Das ist also für den Installateur relativ einfach zu installieren. Im Detail können wir das auch gerne nochmal weiter ausführen im Projektraum. Was nicht geht, kein Webhosting. Also ich kann jetzt nicht so ein Webhosting, www-Webserver und mal eben ein ZIP-Archiv draufschieben und dann läuft das. Das ist eben eine andere Technik. Schauen wir uns gleich nochmal an, da wird auch nochmal klar, warum das so ist. Aber in der Vergangenheit haben mich schon einige Leute gefragt, ob ich das bei meinem 1 Euro 1 und 1 Web-Angebot installieren kann. Weil das funktioniert leider nicht. Um es direkt vorwegzunehmen, wir installieren ja auf dem Server ein komplettes LibreOffice. Ja. Was so Richtung Performance angeht, ich sag mal auch für zu Hause, es ist überhaupt kein Problem, sowas auf einem kleinen Home-Server zu betreiben. Das heißt also, ein PC, den man zu Hause unterm Tisch stehen hat, der normalerweise ein kleiner Arbeitsplatz-PC ist, das reicht alles vollkommen, um da mit ein paar Leuten drauf zu arbeiten. Was dann nicht reicht, ist der Raspi. Bei dem Vierer schauen wir mal. Macht aber bestimmt keinen Spaß. Für ein paar gleichzeitige Benutzer, also eine Familie oder ein kleines Unternehmen oder der Gewerbetreibende, der Handwerker, dafür reicht das allemal. Was dann letztendlich interessant ist, ist mein Computer mit meinem Webbrowser, was der für eine Anbindung dort hat. Das heißt also die Bandbreite und vor allen Dingen auch die Latenz. Ja. Ich selber wohne auf dem Land, da ist das nicht ganz so prickelnd. Ich hoffe mal, dass das irgendwann besser wird. Aber wenn man einigermaßen gescheite Anbindungen hat mit ordentlichen Latenzen, dann kann man in dem Webbrowser im Prinzip, ich sag mal, am Bildschirm schon so arbeiten wie auf der nativen Anwendung auf dem Notebook selber. Ja. Ich persönlich mit meiner schmalbandigen Anbindung auf dem Land arbeite da trotzdem mit. Also ich kann damit leben, dass auch der Bildaufbau mal ein Augenblickchen länger dauert. Ja. Ich sag mal, wenn ich das in einem Unternehmen einsetze oder bei einem Kunden sowas anbiete, dann da muss man mal schauen, weil manche, die wollen ja wirklich nicht eine Millisekunde warten. Also unterm Strich Bandbreite und Latenz der Verbindung dieser Zweien, also sprich im Regelfall die Internetverbindung, die ist da entscheidend für das Feeling, für das Klicken, Gucken, Bild aufbauen und so weiter. Wir haben bei der eGroupware GmbH bieten wir ja auch Collabora online an. Da läuft das auf dem Dreinode-Cluster mit allen möglichen anderen Sachen im Prinzip auch zusammen. Zu den vorherigen Sachen wurde das einfach mit dabei gepackt. Also das ist nicht extrem ressourcenhungrig, auch nicht im Betrieb. Ja. Ich habe mal so ein paar Zahlen zusammengestellt. Die kommen in der Hauptsache von Collabora. Also pro CPU-Thread kann ich 10 aktive User versorgen. Und ich muss pro aktiven User 50 MB RAM und 100 Kilobit Bandbreite rechnen. Das wäre jetzt in einem Beispiel zum Beispiel, wenn ich in einer großen Institution, eine Uni oder sowas, 5000 User habe und davon wären sogar 500 schon gleichzeitig am Arbeiten in Office-Dokumenten, was wahrscheinlich normalerweise noch weniger werden, dann reden wir hier über 50 CPU-Threads, 25 GB RAM und 50 MB Bandbreite. Selbst in den Größenordnungen alles machbar. Da bringe ich mich nicht um mit. Ja, aber wie gesagt, kleines Unternehmen oder so, da reden wir normalerweise über die Belastung kaum. Ja. Aber ihr seht das selber, wenn ihr LibreOffice auf dem Notebook oder so habt, natürlich braucht ihr ordentlich RAM, ja, und auch ein bisschen CPU-Leistung, also irgendwas muss da schon passieren. Und warum muss da ein bisschen was passieren? Weil LibreOffice selber historisch schon so entstanden ist, dass ich einen Kern habe, der läuft, und ich habe eine davon getrennte GUI. Und das hat man sich einfach an der Stelle zunutze gemacht, weil ich kann LibreOffice auf dem Server headless betreiben bzw. installieren. Das heißt, keine grafische Oberfläche. Die Komponenten, die brauche ich dort nicht. Das heißt also, wenn ich mit LibreOffice Online auf dem Server eine Sitzung starte, startet auf dem Server letztendlich das Gleiche wie auf meinem Notebook, nur ohne grafischen Output. Und zwar absolut der gleiche Code.
Das heißt, wir können auf dem Server im Prinzip alles machen, was wir auf dem Desktop machen können. Es ist absolut genau der gleiche Code. Die aktuelle LibreOffice Online-Version, die wir sind jetzt bei Version 4.0 angelangt, irgendwann demnächst kommt die 4.1, die basiert auf LibreOffice 6. Okay, wir sind jetzt bei 6.2.5 bzw. 6.3, aber Collabora bietet ja Langzeit LibreOffice. Das heißt, die haben irgendwann die 6.0 veröffentlicht und portieren aus den nächsten Versionen immer wieder Sachen in die 6.0 rein, weil die ihren Kunden die 6.0 eben als Langzeitsupport anbieten. Das heißt zum Beispiel auch, das kommt auch später nochmal, das Iconset, dieses etwas modernere, was mit der 6.1 eingeführt worden ist, das haben die da auch zurückportiert. Ja. LibreOffice Online basiert auf LibreOffice 6.0, hat aber Bugfixes, Filter, Oberflächen und so weiter auch aus den Nachfolgeversionen. Also man arbeitet da nicht dann jahrelang mit einer veralterten 6.0. Das Webfrontend selber wird in JavaScript gestaltet. Da wir auf dem Server LibreOffice Headless haben, wir wollen aber in dem Webbrowser natürlich mal sehen, wo wir drin wir arbeiten, wie das Dokument aussieht, muss das Dokument natürlich gerendert werden und irgendwie zum Client gebracht werden. Das Rendern findet auf dem Server statt und nicht auf dem Client. Also dieses LibreOffice, was auf dem Server läuft, rendert dort auch das Dokument, genauso wie es auf dem Notebook machen würde. Und das wird übertragen zu dem Client in dem Fenster im Webbrowser als Tiles, also Pixelgrafiken. Ihr kennt das alle von Navigationssoftware, hier.com oder die Google-Seiten. Wenn ihr ein bisschen langsame Anbindung habt, dann baut der immer so kästchenweise das Bild auf. Oder er baut es auf und dann kommt kästchenweise, wird das schärfer, weil eine höhere Auflösung reinkommt. Letztendlich ist das hier genau die gleiche Technik. Das gerenderte Dokument, was ich sehen möchte, wird in Teilen übertragen und dann nach und nach aufgebaut. Das ist dann wieder die Sache mit der Bandbreite und mit der Latenz. Habe ich eine richtig gute Anbindung, macht das Patsch und dann ist das da. Ja? Das seht ihr auch bei Google Earth oder sonst wo. Schmalbandige Anbindungen, da kann es einem schon mal passieren, dass man beim Scrollen oder beim Aufrufen des Dokumentes mal noch das eine oder andere Kästchen sieht. Ich glaube, alle, die wir hier sitzen, haben damit wahrscheinlich am wenigsten ein Problem. Der gemeine Büroarbeiter wird das erstmal ungewohnt finden. Ja. Das Ganze, weil es eben auf dem Server gerendert wird und nur das Bild übertragen wird, sorgt natürlich dafür auch, dass das vollkommen unabhängig ist davon, was für ein Client ich da dran habe und wie leistungsfähig der hat. Weil ich kann ja mobile Clients nehmen, Notebook, PC, Tablet, die alle werden nur in einem Webbrowser ein Bild darstellen. Mehr nicht. Die haben kein LibreOffice am Laufen, die müssen kein Dokument rendern, das findet auf dem Server statt. Ich kann also auch gut auf dem Tablet damit arbeiten. Auch auf dem Schwachbrüstigen. Und ich habe natürlich auch kein Problem mit großen Dateien. Ist ja, sage ich mal, seit Jahrzehnten immer ein Thema, große Dateien, ja, wo man dann über Microsoft schimpft und sagt, bei LibreOffice geht das besser. Die Diskussion ist ja hoffentlich langsam durch. Aber das ist so ein Beispiel, ich sag mal, wenn ich ein Dokument mit 300 Seiten habe und mit allen möglichen Grafiken allem drin, mit jeder anderen Technik hätte ich auf dem Tablet wahrscheinlich ein Problem. Hier läuft das auf dem Server. Solange ich den RAM dort habe und der das Dokument da reinpacken kann, ist alles gut. Ja. Eine grundsätzliche Eigenschaft von LibreOffice Online ist, das ist kein eigenständiges Programm, was ich eigenständig nutzen kann. Es muss immer in einen Host eingebunden werden, der mir, ich sag mal, die Dateiverwaltung übernimmt, also sprich ein Dateiserver. Da gibt es jetzt diverse Möglichkeiten. Ich stehe natürlich auch hier für eGroupware, aber ich sag mal Nextcloud, da wird auch der eine oder andere das drin haben und einige andere File-Sharing-Systeme im Regelfall. Ja? Also, LibreOffice Online kann nicht alleine. Da wir jetzt einen Dateihost haben, der die Dateien verwaltet und auf der anderen Seite LibreOffice Online, müssen die beiden natürlich auch miteinander kommunizieren. Da gibt es eine Schnittstelle, WOPI. Die ist ursprünglich für Office Online mal gestaltet worden, also Microsoft-Produkt.
ist gut dokumentiert auf Read the Docs. Den Link habe ich da unten mal hingeschrieben. Und Collabora selber hat auch eine eigene Dokumentation für die API. Da ist nochmal ganz gut dokumentiert, was über diese Schnittstelle stattfinden kann. Da kommen auch immer wieder Funktionen dazu. Wir haben das gesehen jetzt so in den letzten 1, 2, 3 Jahren. Da kommen Funktionen dazu, wie zum Beispiel jetzt zuletzt, dass der Server, also das Hosting-System, beim Aufrufen des Dokumentes LibreOffice Online über diese Schnittstelle mitteilen kann, du bietest das nicht zum Herunterladen, nicht zum Drucken, nicht zum Bearbeiten an. Nur gucken. Dann werden auf LibreOffice Online die ganzen Icons ausgegraut, ausgeblendet, wie auch immer. Und solche Funktionalitäten sind jetzt nach und nach auch in die Schnittstelle mit reingekommen. Da ist also auch für die Zukunft noch das eine oder andere zu erwarten. Gerade was diese Security-Geschichte angeht, was ein Endanwender mit dem Dokument machen kann, ist jetzt einiges aufgebohrt worden. Ist auf jeden Fall recht lesenswert. Also WOPI ist die Schnittstelle zwischen dem Dateihost und dem LibreOffice Online. Was auch andere nutzen, nicht nur LibreOffice Online, sondern eigentlich alle anderen auch die Online-Versionen machen. Die Entwicklung selber, die ist recht stetig und für meinen Geschmack, oder sagen wir es mal so, sie ist recht rasant, finde ich. Wir haben jetzt zum Beispiel hier die Release Notes von der LibreOffice 6.3. Wenn man da mal ein bisschen runterscrollt, kommt das Kapitel 12 online. Ich habe jetzt nur diesen kleinen Ausschnitt gemacht hier und da stecken wirklich eine ganze Menge Punkte hinter, die jetzt gemacht worden sind und auf Basis von der LibreOffice 6.3 in dem Online-Bereich gemacht worden sind. Da ist wirklich einiges dazugekommen. Richtung Performance natürlich, da wird immer dran geschraubt, schneller ist immer besser. Bei den Charts ist einiges passiert. Mag ich jetzt im Detail gar nicht ausführen, da steht's. Releases. Wir haben Anfang des Jahres im Februar die LibreOffice Online 4.0 bekommen. Und dann sieht man schon, das geht dann im Februar mit einer 4.01 weiter und so weiter. Relativ regelmäßig, relativ häufig. Wobei da eben nicht nur Performance-Verbesserungen, Bugfixes drin sind. Da sind also tatsächlich auch innerhalb der Version 4 einiges an Funktionserweiterungen eingeflossen. Ja. Also da ist auch in Zukunft noch einiges zu erwarten. Ich möchte mal ein paar Vorteile nennen von einer Online-Version beziehungsweise im Speziellen eben LibreOffice Online. Ich finde als Vorteil immer den reduzierten Funktionsumfang. Weil wir wissen das alle, habe ich ein LibreOffice auf meinem Notebook oder auch ein MS Office oder was auch immer, das hat einen Funktionsumfang, davon benutzen wir alle immer nur einen winzigsten Bruchteil. Und auch, ich sag mal, im Unternehmen, die Mitarbeiter immer nur einen winzigsten Bruchteil. Ja? Kann einfach viel, viel mehr als wirklich nötig. Die Einzigen, die wirklich so ein Office-Programm mal, ich sag mal, ein bisschen ausreizen, das ist allenfalls mal ein Controller. Ja? Wenn er es drauf hat. Ich bin hier im Prinzip ganz froh, dass ich eine Online-Version habe mit einem reduzierten Funktionsumfang. Macht die Sache für mich übersichtlicher. Ich sage es jetzt vorweg schon, die LibreOffice Online 4.05, die aktuelle im Moment, ich persönlich bin wunschlos glücklich. Die Funktionen, die ich brauche, die sind im Moment für mich absolut komplett drin. Ich habe eine zentrale Installation. Ich muss also kein Office-Paket mehr ausrollen auf meinen PCs, weder in der Familie noch im Unternehmen. Das Wichtigste aber, die Installation und der Betrieb, der findet in der eigenen Umgebung statt, bei mir in-house, bei mir zu Hause unterm Schreibtisch, auf dem Rechner, bei mir in der Firma, auf dem Server, bei mir im Serverraum. Ich kann, wenn ich das alles nicht zur Verfügung habe und mich nicht drum kümmern will, natürlich auch mir einen Hoster suchen, dem ich vertraue. Das heißt, irgendeinen in Deutschland, vielleicht einer um die Ecke, vielleicht ein namhafter, was auch immer. Oder ich habe eine Co-Location und habe einen eigenen Server im Rack, der mir gehört, wo ich die Kontrolle darüber habe. Ich erreiche also letztendlich hier damit meine eigene Kontrolle darüber. Es gibt am Markt im Grunde nur noch ein anderes Online-Office, wo das möglich ist. Bei den anderen Anbietern, bei den großen, ist das eben nicht möglich. Wir haben
eine hundertprozentige Kompatibilität zu LibreOffice, weil wir haben ja gelernt, dass da läuft ein LibreOffice auf dem Server, 1:1. Insofern, wenn wir auf den Clients bisher mit LibreOffice gearbeitet haben, werden wir da eine hundertprozentige Kompatibilität feststellen. Ja? Kompatibilität von LibreOffice zu anderen Dokumententypen von anderen Herstellern, wissen wir, ist schon mal ein bisschen problematisch, aber ich sag mal, wenn ich eh schon mit LibreOffice arbeite, absolut hundertprozentig, weil es ist LibreOffice. So, und da wir auch hier auf Mobilgeräten zum Beispiel das Ganze benutzen können, im Webbrowser, auf dem PC oder was auch immer, im Prinzip kann ich das also auf allen Endgeräten nutzen. Bei mobilen Geräten wie Handys wird es natürlich mit einem kleinen Bildschirm ein bisschen problematischer, aber es funktioniert. Also auf dem Tablet nutze ich es ab und zu mal, um mal irgendeinen Text zu ändern oder so. Also damit komme ich schon klar. Ja. Es ist, weil das eine Online-Version ist, auf dem Server läuft und die entsprechende Technik eingerichtet ist, eben auch möglich, dass ich mit mehreren Leuten an einem Dokument arbeite. Ich kann also ein Dokument aufrufen, jemand anders ruft das Dokument auch auf. Dann sind wir zu zweit da drin und können beide da drin rumschreiben. Wir können zum Beispiel auch chatten, telefonieren oder sonst was, um gemeinsam eben an so einem Dokument zu arbeiten. Werden wir gleich auch mal live ein bisschen ausprobieren. Ich habe mal gerade Zugangsdaten verteilt, da findet sich jemand, der mit mir mal in so ein Dokument geht, dann zeigen wir das mal eben. Die Dokumente selber, die verbleiben auf dem File-Server, also auf dem File-Host. Wenn LibreOffice Online die Aufforderung bekommt, dieses Dokument zu öffnen, dann holt er sich das von dem File-Server, packt das in den Speicher, stellt das da. Es wird lokal auf dem Server nicht abgespeichert. Und ich habe ja auch, selbst wenn LibreOffice Online von einem Hoster angeboten wird, ich habe meine Groupware in-house, ich benutze aber zum Beispiel LibreOffice Online von einem Hoster, weil ich selbst nicht installieren will. Die Files bleiben bei mir, die sind nur temporär dort im Speicher, die werden auch nicht dort abgespeichert. Ich habe das auch nicht bei Google, Microsoft oder sonst was im File-Sharing-Bereich rumliegen. Ja? Die Sachen bleiben bei mir. Wenn ich das extern, das LibreOffice Online mir hole von einem Anbieter, muss ich dem natürlich vertrauen. Okay, das Ding ist dort im Speicher. Im Prinzip kann er machen, was er will damit. Aber von der Konzeption her ist das vorgesehen, dass das dann auf der Instanz, wo LibreOffice Online läuft, nicht abgespeichert wird, irgendwo im Dateisystem. Ja. Kleiner Nebeneffekt ist, das Ganze kann auch noch für als Viewer für PDFs nutzbar sein. Wenn ich jetzt ein File-Sharing habe oder eine Groupware wie iGroupware, da kann ich das durchaus auch nutzen, um PDFs anzuzeigen. Bin da zwar noch nicht hundertprozentig zufrieden mit der Darstellung, aber das funktioniert. Ja. Ich brauche also auf dem Client jetzt nicht unbedingt mir die Datei runterladen und dort mir anzuschauen. Oder als Ersatz für den eingebauten PDF-Viewer, zum Beispiel im Firefox, dient das zum Beispiel auch. Es gibt Präsentationsmodus, also für Impress, also für Präsentationen, kann ich das auch im Webbrowser laufen lassen. Ihr kennt das alle, F11, Vollbild, dann kann ich auch eine Präsentation ablaufen lassen. Das habe ich jetzt hier gerade in der Präsentation nicht, weil ich das für mich jetzt gerade ein bisschen ein Wagnis ist von der Geschwindigkeit her, aber könnten wir eben genauso machen. Aber ich kann im Prinzip auch ohne ein LibreOffice irgendwo installiert zu haben, eine Präsentation im Webbrowser ablaufen lassen. Zu der Situation kann es ja mal kommen, dass ich das bei irgendjemand Fremden zeigen muss, auf einem fremden Rechner. Das läuft dann im Webbrowser. Ja? Wenn das MS-Programm meine Datei halt nicht richtig darstellt zum Beispiel. Die ganze Sache hat natürlich auch Nachteile. Der eine oder andere wird sagen, der reduzierte Funktionsumfang ist für mich ein Nachteil. Wie gesagt, die Entwicklung in den letzten 2-3 Jahren war schon so, dass die eigentlich jetzt recht gut dabei sind, das abzudecken, was der Nutzer so braucht. Collabora hat die Technik geschaffen, hat die ersten Sachen eingebaut, hat dann mit Kunden und Leuten aus der Community, ich sag mal, auf die Leute gehört und die haben gesagt, okay, wir brauchen dieses, wir brauchen jenes. Collabora hat entlang dieser Anforderungen der Kunden und anderen dann diese Funktionen eingebaut. Und wenn heute noch was eingebaut werden muss, ist das für die auch relativ leicht einzubauen, weil der ganze Rahmen schon längst steht. Aber der eine oder andere wird dann trotzdem mosern, weil er irgendeine Funktion nicht findet, die er normalerweise auf dem Desktop hat. Wie gesagt, ich persönlich bin im Moment hundertprozentig zufrieden.
Richtung Rechtschreibprüfung ist noch ein Thema. Wir haben ja es mit einem LibreOffice auf dem Server zu tun, wo jedes Mal zum Beispiel auch eine neue Sitzung aufgebaut wird, wenn ich ein Dokument öffne. Und diese Instanz, die kennt mich als Benutzer überhaupt nicht. Es gibt da kein Heimatverzeichnis von mir, wo mein eigenes Adressbuch, mein eigenes Wörterbuch zum Beispiel drin ist. Das heißt also, ich muss in dem LibreOffice Online bei jeder Sitzung damit vorlieb nehmen, dass der das mitgelieferte Wörterbuch verwendet. Das ist für den einen oder anderen ein Nachteil. Also die Frage ist, ob man ein Wörterbuch, was zum Beispiel auf seinem lokalen Rechner angelegt worden ist, dort einbinden kann. Ja, auf dem Server liegen die Dateien auch nur einfach rum. Also ich sag mal, das sollte möglich sein. Aber wenn ich ein Update mache von dem LibreOffice Online, den Container austausche oder so, werde ich das dann wieder machen müssen. Dann mit Tricks kann man es auch regelmäßig reinreichen, ja. Aber das wäre eine Möglichkeit. Aber ich sag mal, wenn ich als User in meiner File-Sharing-Lösung ein Dokument aufrufe, bin ich, wie gesagt, bei LibreOffice Online erstmal anonym. Das heißt, er könnte keine persönlichen Sachen immer wieder füllen. Ich kann natürlich hier auch also das rechte Maustaste zum Wörterbuch hinzufügen. Das funktioniert nicht. Mich gibt es da als Benutzer nicht. Ja? Das ist ein gewisser Nachteil. Ich persönlich komme damit klar. Und ich sag mal, wenn es wirklich mal drauf ankommt, wenn ich eine ganz wichtige Schrift mache, ja gut, dann öffne ich das hinterher nochmal mit LibreOffice auf meinem Notebook und gehe die ganze Sache nochmal an. Ja, auch mit Language Tools oder sonst was. Wenn ich neue Dokumente erstelle, also von Grund auf, müssen die normalerweise auf dem Filehost liegen, damit der die als Vorlage nimmt. Da ist auch was in Programmierung, dass man auch aus LibreOffice Online direkt Vorlagen öffnen kann. Kann man in den Release Notes nachlesen. Bisher war das aber immer so, dass man im Host-System sagen muss, okay, mach mir ein neues Textdokument. So ein paar Sachen sind die letzten Zeit gelöst worden mit der 4-Version. Ist zum Beispiel, ich hatte bislang in Calc kein Zoom am Bildschirm. Das ist natürlich bei etwas größeren Tabellen und ich kann da nicht reinzoomen, weil das also mäßig zu bedienen. Mittlerweile gibt es da immerhin einen Zoom auf 200%. Es geht nicht ganz stufenfrei, hat technische Hintergründe, aber allein der Zoom auf 200% reicht mir schon. In der Textverarbeitung und in der Präsentation kann ich in 10% Schritten zoomen, so wie ihr das auch an dem nativen Client kennt. Ich habe mir immer gewünscht und ich kenne das natürlich auch bei mir, bei meinem Arbeitgeber, die Leute sitzen da und wollen natürlich dann ein Dokument auch per E-Mail versenden. Wenn ich webgestützte Groupware-Mail-Clients habe und ich habe da lokal mein Office installiert, versenden als E-Mail, wissen wir alles, funktioniert mit dem Webbrowser nicht. Ich brauche also einen nativen Client, einen Mail-Client auf dem Rechner. Zumindest ist das hier an der Stelle so gelöst, dass ich jetzt in der Online-Version die Möglichkeit habe, wenn das Host-System das hergibt, die Sachen tatsächlich da heraus per Mail zu versenden. In eGroupware haben wir das gelöst. Der ein oder andere Anbieter von Hosting-Systemen, die einen Mail-Client mit drin haben, werden das sicherlich in Zukunft auch machen. Der Punkt ist, Collabora hat dafür gesorgt, dass Leute, die das bei sich integrieren in ihre Hosting- oder Groupware-Lösung, mittlerweile in der Lage sind, von dort aus Anwendungen und Icons nach LibreOffice online zu schieben. Das heißt also, es war möglich, hier dieses Icon reinzuschieben, das ist nämlich das Icon von E-Mail in eGroupware, und mit der Funktion zu versehen, per Mail versenden. Klicke ich da drauf, geht mir ein Mail-Verfassen-Fenster auf von meiner Groupware. Der schickt das also zurück und öffnet ein Mail-Verfassen-Fenster und dann kann ich das Dokument versenden, als Anhang, als File-Sharing-Link oder was auch immer. Das finde ich gerade im Business-Bereich eine wichtige Funktionserweiterung. Dann hat mich seit einiger Zeit halt ein Bug sehr gequält. Der ist Gott sei Dank endlich behoben. Ich mache unheimlich viel in Dokumenten und verlinke Texte. Ich habe einen Text und will da einen Link draufsetzen.
Ja, und dann öffnet man natürlich entweder über das Icon oder das Menü Link einfügen oder Verknüpfung. Ja, und das Einfügen von Text aus der Zwischenablage auf dem PC in die Maske war nicht möglich. Da haben sich technisch was geändert und das hat mich jetzt lange gequält. Es ist Gott sei Dank endlich behoben. Deswegen sind wir wieder an der Stelle. Ich bin 100% zufrieden mittlerweile. Meine persönliche Einschätzung, Highlights, reduzierter Funktionsumfang. Wie gesagt, meine Sache ist abgedeckt und ich bin froh, dass da nicht so viel drin ist. Ja? Das muss aber jeder für sich selber beurteilen. Aber ich bin ganz sicher, dass, ich sag mal, 99%, die wir hier sitzen und die das überhaupt anwenden, die werden mit allen Funktionen klarkommen, die da drin sind. Und wenn einer echt meint, er braucht bestimmte Funktionen noch, ja, dann soll er es in den Bugtracker reinschreiben und dann soll er den kundtun, Leute, ich brauche das. Und wenn das mehrere machen, dann bauen die das auch irgendwann ein. Ja, wie gesagt, die machen das nicht aus eigener Langeweile, sondern weil Anwender das gerne hätten. Und da orientieren die sich dran. Gleichzeitiges Bearbeiten eines Dokuments finde ich richtig gut, benutzen wir dann schon mal in der Familie. Hosting in eigener Umgebung, das ist für mich eben das Allerwichtigste. Ich kann es in Anwendungssoftware integrieren, wie zum Beispiel eGroupware. Also klassisch in einem File-Sharing-Tool ist es integriert wie Nextcloud, aber eben auch weiterführende Groupware-Lösungen wie eGroupware, die dann deutlich mehr Funktionsumfang haben, lässt sich das sinnvoll integrieren. Und insgesamt eben das ganze Konzept, so wie die Software gestaltet ist, die gefällt mir. Habe ich LibreOffice im Einsatz, habe ich LibreOffice Online im Einsatz, kann ich das wunderbar kombinieren. Wie gesagt, die Kompatibilität, die ist zu 100% gegeben. Da werde ich nie Probleme bekommen. Ich habe ein File-Sharing-System. Da heraus kann ich auch Dokumente lokal öffnen oder ich habe von meinem Rechner aus zum Beispiel per WebDAV oder per Samba Zugriff drauf. Da kann ich die Dokumente also auch von dem File-Sharing-System öffnen, lokal mit meinem LibreOffice. Aber habe ich das über WebDAV zum Beispiel auf meinem Notebook geöffnet und jemand in einem Webinterface das Dokument auch geöffnet, dann können wir es nicht gleichzeitig bearbeiten. Weil wir können es ja nur gleichzeitig bearbeiten, weil auf dem LibreOffice Online-Server gleichzeitig an einem Dokument gearbeitet werden kann. Das geht also nicht. Also ich kann nicht in meinem Unternehmensnetzwerk ein Dokument öffnen und auf der anderen Seite online gleichzeitig das Dokument bearbeiten. Es gibt eine Entwicklung jetzt kurzfristig, wo es mindestens mal möglich sein wird, dass wenn ich nativ geöffnet auf dem Notebook mein Dokument habe und ich speichere das, dann kann an LibreOffice Online das Signal gehen, Achtung, das Dokument hat sich geändert. Wenn in LibreOffice Online da noch keine Änderungen vorgenommen hat, dann wird dort automatisch die neue Version nachgeladen. Das ist jetzt also, sagen wir mal, ein Schritt in die entsprechende Richtung Zusammenarbeit nativ und online. Ja, das ist eine Funktionalität, die muss man dann natürlich auch noch in die Host-Software einbauen. Aber diese Funktionalität ist jetzt vorgesehen. LibreOffice Online. Wir haben drin Writer, Calc, Impress. Kein Draw, kein Matt. Die drei Hauptprogramme. Ob Draw mal reinkommt, ich würde es mir wünschen, weil ich es auch oft und gerne nutze. Ja, ich weiß auch, dass viele das haben wollen. Ich glaube, bei Collabora wissen sie das auch. Und ich denke mal, wenn die jetzt mal mit den Sachen halbwegs durch sind, dann wird das bestimmt auch irgendwann kommen. Es ist, ihr habt vorhin auch die Releases gesehen, wie oft die kommen. Also da ist auch in Zukunft oder baldiger Zukunft noch einiges zu erwarten. Wie gesagt, ganz wichtig, weitere Funktionen, die hören auf die Anwender. Also wer da nicht laut gibt, kann sich natürlich auch nicht beschweren. Und für Collabora selber sind die neuen Sachen, neue Funktionen relativ schnell zu implementieren. Weil die Funktionalität steckt ja auf dem Server. Die müssen praktisch nur das JS-Frontend erweitern. Ja. Neuerungen in der Version 4, okay, die gibt es jetzt schon seit Februar. Ich hatte das noch in den Folien drin. Ich will das mal eben durchgehen, damit man mal sieht, was mit so einer Version dann auch neu reinkommt. Die 4.1 wird es jetzt irgendwann demnächst geben. Da wird das einen ähnlichen Umfang haben. Es sind ja optische Verbesserungen. Das Colibre, was mit LO6.1 eingeführt worden ist, was ich persönlich recht gerne mag, ist dann eben auch in LibreOffice Online übernommen worden. Eine Funktion, die ich auch sehr wichtig finde,
Ich konnte bisher in der Online-Version sagen, Bild einfügen. Dann ging von meinem Notebook das Dateiauswahl-Dialog aus auf und ich konnte ein Bild einfügen. Ich habe aber ja mein File-Sharing oder Groupware-Lösung, da habe ich ja zum Beispiel meine Icons, meine Symbole, die ich in meinen Dokumenten brauche. Und die musste ich bisher immer runterladen auf dem Desktop und dann hier wieder hochladen. Das war schon ziemlich nervig. Mittlerweile ist es so, ich habe dort zwei Menüpunkte. Das eine, das klassische, ruft den File-Auswahl-Dialog auf und das andere ruft einen File-Auswahl-Dialog von dem File-Sharing oder eben zum Beispiel eGroupware-Host auf. Das heißt also, dort kann ich dann aus einem Bereich, wo ich so meine Symbole, meine Grafiken und so weiter habe, direkt Grafiken importieren in das Dokument. Dokument per Mail versenden, haben wir darüber gesprochen, gibt es mittlerweile auch, wenn das Host-System das kann. Reingekommen sind Kopf- und Fußtexte in Präsentation und Tabellenkalkulation. Das war in der Tat bis dahin nicht verfügbar. Kopf- und Fußzeilen war natürlich extrem wichtig. Fürs Textdokument ist es irgendwann reingekommen, aber für die beiden Anwendungen ist das jetzt auch reingekommen. Also ich sag mal so, für die Business-Anwender zum Beispiel ist das natürlich eine unabdingbare Funktionalität, ne? Wie gesagt, Tabellenkalkulation habe ich jetzt eine Bildschirmskalierung auf 200% als Funktion. Das gab es vorher nicht. Damit lässt sich dann mit Tabellen deutlich besser arbeiten. Die Menüleiste oben, die lässt sich einklappen, wenn man ein bisschen wenig Platz auf dem Bildschirm hat. Formen, was man aus LibreOffice kennt, kann man jetzt einfügen, also diverse Grafiken und eine Menge kleinere Verbesserungen und auch in den Menüs Erweiterungen. Da gibt es auch eben entsprechend Release Notes, wo man das nochmal im Detail sich ein bisschen anschauen kann. LibreOffice Online in eGroupware. Wir haben in eGroupware einen Dateimanager, einen File-Server, einen virtuellen Dateiserver. Und da bietet sich das ja an. Also ich sag mal, wir machen da auch File-Sharing zum Beispiel mit und arbeiten da auch mit den anderen Modulen zusammen. Das heißt also, genauso wie Nextcloud und die anderen, haben wir einen File-Server mit File-Sharing und allem drum und dran. Und dann sind wir hingegangen und haben eben LibreOffice Online bzw. Collabora Online integriert. Ich kann also in den Dateimanager die Dokumente verwalten und da heraus eben auch zum Beispiel neue Dokumente erzeugen. Ich hatte vorhin eingangs gesagt, es ist notwendig, dass das Host-System die Vorlagen bereitstellt für neue Dokumente. Ich habe auch gesagt, es gibt eine neue Entwicklung, dass auch LibreOffice Online das kann. Aber ich finde es immer noch besser, wenn es integriert ist, dass man das in seinem File-Host macht. Wir haben in eGroupware einen Ordner, der heißt Collabora. Da schmeiße ich die Dokumente rein, die ich als Vorlage habe. Und wenn ich sage, mach mir ein neues Textdokument, dann nimmt der die Vorlage. Ihr kennt das als Vorlagen ODT zum Beispiel, beziehungsweise als Dokumentenvorlage. Hat den Vorteil, dass zum Beispiel die mitgelieferten Dokumente in LibreOffice Online, die dann nämlich alle heißen, also vom Papierformat, und dann hat man da irgendwie Letter, geschweige denn, es ist eingestellt auf eine Sprache, die ich gar nicht eingestellt haben will. Ich kann das jetzt selber machen. Ich kann ein Dokument machen. Ich kann sagen, der Text ist Deutsch, A4, und kann mir noch ein paar andere Sachen, von mir aus auch einen Fuß oder sonst was reinmachen und kann das dann sagen, neues Dokument, und dann habe ich diese Vorlage. Ich kann aus eGroupware heraus die Dokumente füllen. eGroupware kann das schon länger, kann Dokumente erzeugen mit allen oder fast allen Daten, die in eGroupware drin sind. Gucken wir uns gleich auch nochmal live an. In Kombination mit LibreOffice Online ist es jetzt so, dass ich die Sachen eben auch direkt online erzeugt und angezeigt bekomme und weiterverarbeiten kann. Früher war das so, ich habe die Dokumente erzeugt und dann wurden die im Webbrowser halt zum Download angeboten oder zum Öffnen lokal oder wie auch immer. Jetzt können wir in der Online-Umgebung bleiben damit. Wenn man in LibreOffice Online speichert, oder sagt, speichern unter, dann speichert der natürlich in das Host-System zurück. Interessant ist da aber, ich kann nicht nur das Dokument abspeichern, sondern ich kann dann auch abspeichern als PDF. Ich kann also direkt ins Dateisystem mir das als PDF ablegen, weil ich irgendwelche Versionen abspeichern will oder grundsätzlich anderen Leuten das PDF zur Verfügung stellen will, per Mail oder als File-Sharing.
Der speichert im Hintergrund automatisch. Der eine oder andere findet das nicht lustig, weil man erstmal eine Weile dran rumgemacht hat und will das rückgängig machen, geht der eine oder andere ja normalerweise auf seinem Rechner hin und schließt das Dokument ohne zu speichern. Das wird jetzt hier nicht mehr ganz so einfach sein. Der speichert das im Hintergrund. Ich meine, da gibt es aber auch eine Entwicklung, um das abzustellen. Man muss es aber nur wissen. Ja? Dass der Filehost, es gibt Systeme, die können eben auch Versionierung machen. Bei jedem Speichern zum Beispiel wird eine Version angelegt. Das ist noch eine andere Geschichte, da muss man halt gucken, was das Host-System kann. In eGroupware haben wir File-Sharing schon länger drin. Und in dem Fall können wir natürlich jetzt auch dafür sorgen, dass wir einen File-Sharing-Link verschicken. Da klickt jemand drauf und dann landet der in meinem eGroupware in dem LibreOffice Online und kann dort das Dokument bearbeiten. Auch gleichzeitig mit mir. Ja. Dem ich das schicke, der muss kein LibreOffice Online haben, der muss nirgendwo irgendwas haben, der öffnet im Webbrowser meine Instanz mit dem Dokument. Ja. Dafür brauche ich auch keinen separaten Benutzer dann. eGroupware ist eine Groupware-Lösung. Wir haben da Kalender, ein Adressbuch, ein Mail-Client, ein IMAP-Mail-Client, ein Modul, das nennt sich Infolog, Informationslogbuch. Da lege ich Notizen, Aufgaben und so weiter ab. Ist ein Kunstwort, weil da man eben mehr verschiedene Sachen abspeichern kann. Ich habe schon gesagt, aus den meisten Modulen heraus kann ich LibreOffice Online mit Daten versorgen für ein Dokument. Das ist in dem Fall hier Kalender, Infolog und Adressbuch. Adressbuch natürlich ganz klassisch. Ich kann aus dem Adressbuch zum Beispiel einen Serienbrief erzeugen. Ich sage die Adresse, die Adresse, die Adresse, rechte Maustaste, Serienbrief, Kündigung und ab dafür. Es gibt noch weitere Module in eGroupware, ein Projektmanager, Stundenzettel, wir haben ein Ticketsystem drin, Lesezeichen, ja, Chat, wir haben Rocket Chat jetzt aktuell integriert, Ressourcen, Dateimanager und auch hier haben wir diese Bereiche, wo wir mit Daten Dokumente erzeugen können. Interessant wahrscheinlich an der Stelle zum Beispiel sowas wie Stundenzettel. Also ich kann ja Projekte machen, ich kann Aufgaben machen, ich kann Stundenzettel an diese Projekte und Aufgaben hängen und ich könnte dann zum Beispiel mir Stundenzettel für ein Projekt von einem Monat in LibreOffice Online in ein Dokument für meinen Leistungsnachweis eben generieren, verschicken an meinen Kunden oder an die Rechnung heften. Ich will das jetzt mal live demonstrieren. Ich hoffe mal, das funktioniert hier gut. Werden wir schauen. Oder gibt es bis hier schon mal gerade irgendwelche Fragen? Vielleicht später. Wir befinden uns jetzt hier in einem Webbrowser auf meiner Startseite meiner eGroupware-Instanz. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere eGroupware kennt. Das sieht jetzt anders aus, weil das ist die Version 19.1, die am 13., heute haben wir den 11., ne? Übermorgen veröffentlicht wird. Ja. Ich habe gesagt, LibreOffice Online ist hier im File-Server integriert, Dateimanager. Wir können zwar aus den anderen Modulen Dokumente füttern, aber erstmal ist die Integration im Dateimanager, genauso wie in Nextcloud oder sonst wo. Ich habe also hier die Möglichkeit, ich befinde mich ja einfach mal in meinem Home-Verzeichnis. Ich kann, da muss ich mal eben was wegklicken. Kann man das erkennen? Ich kann es auch gerne ein klein wenig größer machen. Ist ein bisschen unscharf. Ich erzähle ja was dazu, denkt euch den Rest.
Es gibt hier oben einen Button neu und da habe ich einen Dropdown und da kann ich ein Textdokument, Tabelle oder eine Präsentation anlegen. Also die drei Hauptmodule, die ich in LibreOffice Online habe. Ich habe noch weitere. Da geht ein kleiner Dialog auf, weil ich kann hier mehr Dokumente erzeugen. Wenn ich oben sage, ich erzeuge ein Textdokument, dann wird er mir ein ODT-Dokument erzeugen. Abspeichern, LibreOffice Online sagen, öffne mir das Dokument, dann öffnet er den Tab mit LibreOffice Online und stellt das Dokument dar. Ich kann aber auch zum Beispiel hier Textdokumente erstellen, TXTs. Ich habe es persönlich ganz gerne, dass ich manchmal einfach nur so ASCII-Text irgendwie in eine Datei reinschreibe. Dann erzeuge ich hier drüber eine neue Textdatei und die öffnet der in LibreOffice Online. Der macht natürlich auch Textdateien. Der kann es öffnen und der kann es auch wieder dahingehend abspeichern. Ich bin also nicht nur auf diese Office-Formate beschränkt. Die Liste ist relativ lang. Wie gesagt, ich will halt nur Text mal herausstellen. Auch das funktioniert eben entsprechend. Ich würde aber jetzt hier der Einfachheit halber mal einfach sagen, ein neues Textdokument. Ich gebe der ganzen Sache einen Namen. Und somit wird er jetzt standardmäßig ein ODT-Dokument anlegen. Öffnet mir ein weiteres Tab oder ein Fenster, wie ihr euren Browser eingestellt habt. Und dann hat er hier mir ein leeres Dokument hingelegt. Ich habe jetzt hier noch keine entsprechenden, hätte ich mal machen sollen, Dokumente hinterlegt als Vorlage, weil wir sehen jetzt hier unten auch zum Beispiel, das ist jetzt auf Englisch formatiert. Und das ist eben genau der Punkt. Im Regelfall werdet ihr genau sowas vorfinden, wenn ihr das nackt installiert. Wir haben mindestens in eGroupware, aber auch in einigen anderen Systemen eben die Möglichkeit, dass ihr Dokumentenvorlagen reinlegt, wo ihr von vornherein eure Ränder einstellt, eure Standardschriftart, Standardgröße, was man so macht in seinen Vorlagen. Ja? Also da kann man schon für sorgen. Das muss man sich nicht jedes Mal zurechtfummeln. Das ist die gleiche Aufgabenstellung wie auf meinem Office, was ich auf meinem Notebook auch habe. Da muss man sich einfach mal die Arbeit machen. In dem Ordner selber hat er das Dokument angelegt. Ich sehe es da jetzt auch, der hat das aktualisiert, was wir gerade angelegt haben. Also wir sind jetzt hier in einem einfachen Textdokument. Und wenn ich hier reinschreibe, ihr hört das, ihr seht das. Das ist jetzt ein LibreOffice Online, das läuft in einem Rechenzentrum in Frankfurt. So. Und der überträgt das Bild, den Text, den ich da gerade geschrieben habe, als Pixelgrafik und aktualisiert immer so teilweise die Pixelgrafik. Also das war jetzt vollkommen okay beim Tippen. Ich glaube, damit kann man ganz gut leben. Ja? Wenn ich lokal eine Grafik integriere, dann muss er die Grafik natürlich hochladen, rendern, wieder darstellen. Das dauert mal ein kleines Augenblickchen, je nachdem, was man da gerade reinschmeißt. Ja? Bei kleinen Grafiken ist das jetzt nicht das Thema. Ich scroll mal ein bisschen. Also mit der Anbindung jetzt hier kann ich nicht meckern. Das funktioniert bei mir zu Hause nicht so. Aber das ist schon ziemlich live. Also ich sag mal, da wird ein Anwender jetzt keine große Verzögerung feststellen. Aus meinem Tagesgeschäft kenne ich, wenn irgendwas ein klein wenig langsamer geht als gewünscht, dann ist der Ärger sofort groß. Aber ich glaube, wenn die Bedingungen halbwegs stimmen, funktioniert das schon ganz gut hier. Ich will mal eben eine Tabelle anlegen. Je nach Bildschirm ist das, wie gesagt, relativ klein. Ich habe halt hier jetzt die Möglichkeit, zumindest mal auf 200% zu gehen. Wie gesagt, es hilft ungemein. Ich erzähle das jetzt so oft, weil ich bin begeistert davon, weil das hat mir so gefehlt. Ich glaube, ein Teil von dem Verwaschenen kommt jetzt aber auch einfach über Beamer und der Kontrast mit der Beleuchtung. Ja, hier an. Also, das ist schon gestochen scharf.
Bescheid war von dem Desktop aus. Ja. Ich will noch mal eben das Zoomen zeigen anhand eines Textdokumentes. Das tut's auch. Ja. Wo haben wir einen Kollegen, um eben mal gemeinsam in ein Dokument reinzugucken? Ist jemand angemeldet? Wir gucken gleich noch. Ich hatte vorhin schon mal Zugangsdaten. Achso, du hast eine Frage. Ja, okay. Die anderen gucken mal eben unter Home, Test. Da ist so ein Tilgungsplan. Ich weiß nicht, findet ihr das? Also bitte erstmal eine Frage. Ja, ich habe mal eine Frage und zwar der Zoom. Kann ich das nicht auch mit dem Browser dann zoomen? Ich habe dich akustisch noch nicht. Kann man es auch mit dem Browser zoomen? Ja. Oder aber, ist das nur aber, der Zoom? Aber des, wir haben es ja mit einer Grafik zu tun und wenn ich die im Browser zoome, kann das schon mal ein klein wenig unscharf werden. Okay. Wie weit man das treibt und wie unschön das wird, ja, also ich sag mal, nicht ganz ohne Verluste. Ja. Die Bedienelemente da drum, das JS, das skaliert natürlich, keine Frage. Oder? Also ich sag mal, die Bedienelemente sind ja eh schon relativ groß ausgeführt, aber auch das, wenn man es braucht, wegen der Sehkraft oder je nach Bildschirm, die kann man ein bisschen größer zoomen. Ich habe zu Hause zum Beispiel einen High-DPI-Monitor, hey, da mache ich es ein bisschen größer, weil sonst ist das kaum bedienbar für mich. Was aber diese Fläche angeht, da muss man ein bisschen gucken. Dafür kann ich aber innerhalb des Dokumentes eben jetzt hier zumindest auf 200% und im Textdokument und in der Präsentation ist das überhaupt kein Problem. Da kann ich in 10er Schritten das genauso anpassen, wie ich Gras brauche. Und dann rendert der das natürlich neu und dann ist es wieder sauber. Die Zoom-Funktion innerhalb von LibreOffice Online, dann habe ich es wieder sauber am Bildschirm. Ja? Das kann man auch beides so ein bisschen kombinieren. Ja, aber da kriegt man schon was hin, dass man vernünftig arbeiten kann. Oh, da sind mehrere Benutzer. Man wird es jetzt wahrscheinlich dummerweise nicht sehen. Hier unten ist ein kleines Symbol. Da steht im Moment drei Benutzer. Und wenn sich einer zusätzlich angemeldet hat, dann geht so ein kleines Pop-up unten auf. Und wenn man draufklickt, also das bin ich als Benutzer hier. Und da hat sich jetzt die Julia angemeldet und die Susi. Ja, das sind so, ich habe zwei Zugänge gerade mal verteilt. Normalerweise wird, wenn das Benutzer aus eGroupware sind, die zum Beispiel auch im Adressbuch ein Avatar haben, ein Foto, dann wird das auch eben entsprechend dargestellt. Und jetzt kann ja, wenn einer mal will, hier mal Texte reinschreiben. Wer mag mal reinschreiben? Ja, das geht. So, und da haben wir ein kleines farbiges Fähnchen dran, ein bisschen klein, aber an der Farbe sieht man schon, wer da schreibt. Und das können wir dann durchaus auch alle gemeinsam machen. Das funktioniert. Das war eigentlich schon alles, was ich demonstrieren wollte. Es funktioniert. Wir sind eigentlich schon am Ende. Ich will nur noch eine Sache ganz kurz zeigen, um das Prinzip. Ja. Ich wollte aus dem Adressbuch eben zwei Adressen markieren, rechte Maustaste in Dokument einfügen, Serienbrief. Habe ich eine Vorlage hinterlegt in eGroupware. Dann öffnet er mir das Dokument und füllt das Dokument mit meinen Adressdaten. So, das ist eine riesige Spielwiese. Also da lässt sich wirklich einiges realisieren. Das gleiche mache ich mit E-Mails. Ich kann EML-Datei vorbelegen und die genauso füttern und kann dann E-Mails rausschieben, vorgefertigte. Ich könnte da jetzt noch eine ganze Menge drüber erzählen, aber leider ist die Zeit rum. Man kann eine Groupware-Lösung so erweitern, dass man einige Abläufe, gerade so im kleinen Unternehmen, Business-Abläufe damit erschlagen kann, ohne Spezialsoftware. Das will ich damit rüberbringen. Wenn ihr da Interesse, Ideen oder sonst was habt, kreativ werden wollt, wir sind den ganzen Tag oben noch in dem Projektraum C130, Gang runter, ganz hinten rechts. Da sind wir jederzeit da und können auch noch ein bisschen mehr zeigen. Ich hoffe, das hat euch erstmal einen ordentlichen Einblick gegeben, was ist LibreOffice Online und was kann eGroupware. Danke.